Kurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft, eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Epigenetik und Krebs – Vom Ein- und Ausschalten der Gene von Professor Christoph Plass, gehalten am 2. Mai 2017 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Ja, vielen Dank, Frau Siegel, für die Einladung und für diese wirklich netten Worte zur Einführung. Auch den Kollegen hier von der Bayerischen Staatsbibliothek vielen Dank für dieses tolle Ambiente und natürlich Ihnen allen für Ihr Interesse an diesem Thema. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass am Ende des Vortrags jeder sagt, ich habe ein bisschen was verstanden. Ich erinnere mal meine Mutter, die mal sagte, Christoph, was machst du eigentlich in der Forschung? Kannst du mir das nicht mal erklären? Und ich sage, ach Mutter, das ist gar nicht so einfach. Ich habe 4 Töchter, die schon mit den Augen die Augen verdrehen. Wenn ich nur sage Epigenetik, dann laufen sie weg. Aber ich glaube, die wissen doch ein bisschen mehr schon, als sie glauben. Von daher glaube ich, dass es heute, gerade in der heutigen Zeit, sehr wichtig ist, dass wir Forscher auch versuchen, unser Themengebiet darzustellen und ihnen mitzuteilen und das allgemeinverständlich zu machen. Das habe ich versucht. Aber trotzdem möchte ich auch die neuesten Highlights aus meiner Forschung vorstellen, damit Sie auch mal sehen, wie das normalerweise aussieht, das Thema Epigenetik. Da erwarte ich dann natürlich nicht, dass jeder jetzt aufspringt und alles bis ins letzte Detail versteht. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Dia. Johann Gregor Mendel ist uns natürlich allen bekannt aus der Schule. Das ist der Begründer der Genetik. Und vor einem Jahr haben wir ein großes Fest gefeiert. Das waren die 150 Jahre nach der Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln. Für mich und für die Genetiker und für viele Forscher eigentlich ein Meilenstein. Aber wie wir heute lernen werden, ist die Genetik im Grunde nicht alles. Es gibt noch etwas weiteres und das ist die Epigenetik und das Zusammenspiel von Genetik und Epigenetik. Und das versuche ich Ihnen heute zu erklären. Trotzdem glaube ich auch, dass Gregor Mendel einer der Mitbegründer des Gebiets Epigenetik ist, obwohl er eigentlich gar nicht wusste, dass es das gibt. Aber ohne ihn wären wir heute nicht, wo wir wären. Für mich ganz beeindruckend und überzeugend ist, wenn wir uns überlegen, dass ein Mensch aus unterschiedlichen Zellen besteht, den Haarzellen, den Leberzellen, den Hautzellen, und in jeder Zelle ist das gleiche Erbgut, das gleiche Genom, wie wir das nennen. Wir schätzen, dass es ungefähr 200 unterschiedliche Zelltypen gibt. Und die Frage ist, wie kann man sich erklären, dass eine Zelle so spezialisiert wird? Das kann die Genetik nicht, weil die Genetik, die Erbinformation, Entschuldigung, ich rede manchmal etwas Englisch, ich habe zu lange in den USA verbracht, die gleiche Erbinformation in jeder Zelle vorhanden ist. So, was reguliert dann die Spezialität der einzelnen Zellen? Was macht die Gewebe? Wie kommt es von einer Zygote, einer befruchteten Eizelle, zu einem Embryo, zu einem entwickelten Menschen und was passiert im Alter? Und hier kommt jetzt die Epigenetik rein. Es gibt eine zusätzliche Information in den Zellen, die das mitreguliert. Wir kommen gleich dazu. Eineiige Zwillinge, wieder das gleiche Erbgut in jeder Zelle von jedem Menschen, von jedem Individuum. Trotzdem weiß man heute, dass es bei Zwillingen unterschiedliches Krebsrisiko gibt. Es gibt unterschiedliche Anfälligkeit für psychische Erkrankungen. Es gibt unterschiedliche Anfälligkeit für Asthma. Wie kann man sich das erklären? Die Genetik ist die gleiche. Und das ist etwas, was wir in der Epigenetik versuchen zu verstehen. Es gibt weitere Mechanismen, die regulieren, wann Gene an- oder abgeschaltet werden.
Der eigentliche Begründer des Felds der Epigenetik war Konrad Waddington. Und der hat in einem theoretischen Artikel, in der theoretischen Biologie, einen postuliert und das Thema Epigenetik aufgebracht in einem, was er epigenetische Landschaft bezeichnet hat. Er hat postuliert, dass es Zellen gibt, eine Zygote zum Beispiel, eine befruchtete Eizelle, die im Laufe des Lebens sich immer weiter spezialisiert und immer weiter Fähigkeiten sich aneignet, bis sie zu einer vollentwickelten Hautzelle, Haarzelle, Blutzelle geworden ist. Und diese Fähigkeiten, die diese Zelle sich angeeignet hat, die hat er epigenetische Muster genannt oder epigenetische Landschaft in den Zellen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Eigentlich ein spektakulärer Befund und eine spektakuläre Arbeit. Viele der Vorträge von Epigenetikern zeigen genau dieses Bild, weil das eigentlich sehr schön veranschaulicht, was Epigenetik macht. Eine Zelle wird immer spezialisierter und wird bis zu einer voll ausdifferenzierten Zelle sich entwickeln. So, und damit sind wir dann auch schon bei der Definition von Epigenetik. Epi kommt aus dem Griechischen und heißt obenauf. Das hören jetzt die Genetiker nicht so gerne, aber die Epigenetik sitzt oben auf der DNA drauf. Ich werde gleich noch erklären, wieso das so ist. Epigenetische Veränderungen, und das ist jetzt fantastisch, auch für die Klinik, sind Veränderungen, die Genexpression hervorrufen, ohne die DNA oder die Basensequenz zu verändern. Die Genetik bleibt die gleiche, aber die Genexpression verändert sich. Und was auch sehr wichtig ist, die epigenetischen Veränderungen, das, was die Zelle gelernt hat, kann sie auch weitervererben. Sie kann nach einer Teilung diese Information weitergeben. Und damit kommt jetzt ein Beispiel. Dies ist jetzt ein Schema, so zeichnen wir ein Gen. Das ist die sogenannte Transkriptionsstartzeit. Hier fängt ein Gen an. Hier sind regulatorische Sequenzen, die sagen, das Gen wird angeschaltet. Das sind die sogenannten Exon- und Intron-Strukturen von einem Gen. Und was wir in der Schule heutzutage schon lernen, ist, dass ein Gen transkribiert wird. Es wird eine Messenger-RNA gemacht und die wird in ein Protein translatiert. Und das sind die Moleküle, die die Funktion ausführen. Und die Epigenetik, wenn man so will, ist jetzt der Schalter. Ein Schalter kann ein Gen an- oder abschalten. Und der sitzt meistens am Anfang von einem Gen, kann aber auch weiter weg sein, in sogenannten Enhancer-Regionen und kann ein Gen regulieren. Und diese Veränderungen, diese epigenetischen Veränderungen, nennen wir eine epigenetische Veränderung. So, und was ist dann das Epigenom? Das Epigenom ist jetzt die Gesamtheit aller dieser Schalter. Und wenn wir überlegen, dass in einer Zelle, in einer humanen Zelle, ungefähr 20.000 Gene vorkommen, dann gibt es mindestens 20.000 Schalter. So sieht das gerade bei mir zu Hause aus, wie auf einer Baustelle. Wir bauen gerade um, die Elektrik ist freigelegt und überall sind die Kabel. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht mit dem Strom, aber so kann man sich das vorstellen. Jedes Gen hat einen extra Schalter und wir wissen heutzutage, dass es sogar mehrere Schalter gibt und dass es die Genexpression auch gedimmt werden kann, wie bei einem Lichtschalter, dass es unterschiedliche Expressionslevel gibt. Also eine fantastische Möglichkeit, mit der Erbinformation zu spielen. So, aber wir reden jetzt nicht über Elektrik, sondern das ist jetzt Wissenschaft. Epigenetik ist ganz einfach. Dazu zählt DNA-Methylierung. Die Methylgruppe ist eine CH3-Gruppe, die hier praktisch angehängt wird an das Cytosin. Cytosin ist eine Base in dem Erbgut. Und wenn eine Methylgruppe an das Cytosin gehängt wird, dann spricht man von DNA-Methylierung. Das ist einer der Schalter. Ist ganz einfach. Da braucht man nicht viel von Chemie verstehen.
Wir kennen die Enzyme, die diese Reaktion machen. Das sind die DNA-Methyltransferasen, die ein Zytosin erkennen und hier diese Methylgruppe dranhängen können. Und da gibt es welche, die wichtig sind, wenn eine Zelle sich teilt. Die erkennen nach der Teilung, wo eine neue Methylierung wieder hinkopiert werden muss. Ich hatte davon gesprochen, dass eine Zelle die Information, die epigenetische Information kopieren kann, sodass die Tochterzelle die gleiche Information hat. Dafür ist dieses Enzym hier wichtig, DNMT1, die DNA-Methyltransferase 1. Und dann gibt es aber auch Enzyme, die neu Methylierung setzen können, die Schalter komplett neu in das Genom wieder reinsetzen können. Leider, wie das häufig so ist, ist in der Wissenschaft das alles noch ein bisschen komplizierter. Es gibt noch weitere Veränderungen, das sind die sogenannten Histon-Veränderungen. Und die Histone, das sind Proteine und Moleküle, um die die DNA gewickelt wird. Die DNA ist ein Strang, eine Sequenz, die ungefähr einen Meter lang ist und die muss natürlich in eine kleine Zelle kommen und wird da verpackt in den sogenannten Chromosomen. Die sind hier oben gezeichnet und der Verpackungsgrad, der steigt und da spielen diese Histone eine große Rolle. Und diese Histone, die haben so kleine Schwänzchen, die rausgucken und auf diesen Schwänzchen gibt es auch wieder Veränderungen. Auch da kann eine Methylgruppe drangehängt werden, aber auch weitere Veränderungen. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Diese Schwänzchen signalisieren nach außen hin, hier ist ein Gen, was möglicherweise in einer besonderen Art und Weise reguliert werden kann. Und man spricht auch von einem Histon-Code, einer Information, die sozusagen als zweites Layer obendrauf sitzt. Und um es jetzt wieder einfach zu halten, wir unterscheiden zwischen dem sogenannten Heterochromatin und das ist ein schwieriges Wort. Hier sprechen wir einfach von kondensierter DNA. Die Nukleosomen sind sehr eng zusammen. Die DNA ist dicht gepackt auf den Nukleosomen und in dieser Konstellation gibt es bestimmte epigenetische Veränderungen, die sogenannten Histonveränderungen und die sagen, dieses Gen ist abgeschaltet. Hier gibt es keine Expression, der Schalter ist aus. Und natürlich gibt es dann auch das sogenannte Euchromatin. Hier sind die Nukleosomen weiter auseinander. Es gibt molekulare Maschinen, die diese Nukleosomen hin und her bewegen können. Und was wichtig ist, hier sind die regulatorischen Sequenzen, hier ist wieder der Anfang von einem Gen. Wir brauchen Platz, um dieses Gen anschalten zu können, den Schalter anschmeißen zu können. Das Gen wird exprimiert, so nennen wir das. Hier ändert sich die Farbe, das heißt, die Histon-Modifizierungen haben sich verändert. Es werden andere Signale nach außen gegeben, die jetzt anzeigen, das Gen wird angeschaltet. Der Schalter ist jetzt umgeschmissen. Und damit haben wir diese beiden States, die hier uns einmal aus und an von einem Gen liefern. Und wir wissen auch, es gibt Versionen da in der Mitte, die ein bisschen Expression zulassen. Aber das wollen wir jetzt erstmal gar nicht so weit im Detail betrachten. Epigenetik kann Gene an- oder ausschalten. Das ist wichtig. Hier ist das noch einmal veranschaulicht. Hier wieder die eng zusammengeschobenen Nukleosomen. Diese sogenannten regulatorischen Faktoren können nicht an die DNA kommen und können das Gen nicht regulieren. Die können es nicht anschmeißen. Das sind die sogenannten Transkriptionsfaktoren. Das Gen bleibt abgeschaltet und die DNA, das ist jetzt hier einfach mal mit einem kleinen M bezeichnet, ist methyliert an dieser Stelle. DNA-Methylierung findet man in diesen Regionen. Und das ist ein Marker für uns, dass das Gen abgeschaltet ist. Wenn man sich das andere hier anguckt, da sind jetzt die Nukleosomen beiseite geschoben. Die Transkriptionsfaktoren haben jetzt Platz, die können hier binden und können signalisieren, das Gen wird exprimiert. Die DNA ist nicht mehr methyliert, wir haben jetzt nur noch das Zytosin hier. Hier ist es methyliert, hier ist es unmethyliert und das Gen ist jetzt aktiv. Und
Was sehr wichtig ist, epigenetische Muster sind eine Kombination von DNA-Methylierung, von Histonveränderungen und dann von den Nukleosomen, die hin und her geschoben werden. Das fassen wir unter Epigenetik zusammen. Und viele Gruppen, dazu zählen auch meine, fokussieren einfach auf DNA-Methylierung. Die DNA-Methylierung zeigt uns eigentlich an, wie der Status von einem Gen ist, ob es aktiv ist oder nicht. So, wofür ist jetzt die Epigenetik wichtig? Und ich picke einfach mal, hier habe ich eine kleine Liste zusammengestellt von Mechanismen in den normalen Zellen, in der normalen Entwicklung. Was uns vielleicht allen bekannt ist, ist die sogenannte X-Chromosom-Inaktivierung. In einer weiblichen Zelle haben wir zwei X-Chromosomen, in einer männlichen haben wir nur ein X- und ein Y-Chromosom. Das ist ungerecht. Also gibt es einen Mechanismus, um in den weiblichen Zellen ein X-Chromosom abzuschalten. Das ist Epigenetik. Epigenetik schaltet ein gesamtes X-Chromosom ab und das ist X-Chromosom-Inaktivierung. Das wurde schon vor über 60, 70 Jahren beschrieben. Und kann man auch in den Zellen sogar sehen als sogenannte Barkörperchen. Das Chromosom ist hochkondensiert und kann man sogar dann zytogenetisch nachweisen. Wir haben schon über gewebspezifische Genexpressionen geredet. Eine Hautzelle exprimiert andere Gene als eine Leberzelle. Wir brauchen andere Enzyme, die haben andere Funktionen. Also wird das über Epigenetik, unter anderem Epigenetik, reguliert. Wir sind sehr interessiert an Zellalterung. Was passiert in alternden Zellen? Warum werden wir, je älter wir werden, anfälliger für Krebs? Wir glauben, das hat auch was mit Epigenetik zu tun. Da sind Muster, die sich etablieren und einschleichen, aus denen wir nicht wieder rauskommen und die dann irgendwann auch das Risiko erhöhen, Krebs zu entwickeln. Hier sind jetzt ein paar Daten einmal aufgelistet von einer sehr talentierten früheren Doktorandin in meinem Labor und die hat sich einfach mal gefragt in Krebs, wie häufig findet man eine Mutation, eine Veränderung oder Ausschalten von Enzymen, die wichtig sind für die Epigenetik? Und wir haben besprochen, es gibt die Histonmodifizierung, die Chromatin-Remodeling-Prozesse, das Hin- und Herschieben der Nukleosomen und es gibt DNA-Modifikationen. Und Olga ist auf die Zahl ungefähr von 1000 Genen gekommen, die wichtig sind in der Regulierung von epigenetischen Prozessen. Und hat dann die Frage gestellt in Krebs, wie häufig sind diese Gene inaktiviert? Eine Mutation in einem Gen kann zu Krebs führen. Und das sind fast 80% aller dieser Gene sind in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem Tumor verändert. Das zeigt schon die Bedeutung der Epigenetik auch für Krebs. Es gibt Veränderungen in der Epigenetik und wir wechseln jetzt im Thema vom Normalen Richtung Krebs. Sie merken das. Und überlegen jetzt, was hat die Epigenetik für eine Rolle in der Krebsentstehung und in dem Wachstum von Tumorzellen. Krebs, wir unterscheiden hier bei Krebs zwei Arten der Veränderung, die man beschrieben hat. Ich denke, dass das hier schon sicherlich in dieser Runde, in dieser Exkursrunde besprochen worden ist, den sogenannten Onkogenen. Gene, die aktiviert werden, die normalerweise nicht aktiv sind und die dazu führen, dass eine Zelle verstärkt wächst. Das ist wie bei einem Auto das Gaspedal. Wenn man da richtig drauf tritt und das Auto nicht unter Kontrolle hat, dann knallt es irgendwann. Dann gibt es Veränderungen in den sogenannten Tumorsuppressor-Genen. Das sind die Gene, die normalerweise der Zelle sagen, bis hierhin und nicht weiter. Du darfst nicht weiter wachsen. Warum wächst eine Hautzelle nicht unkontrolliert? Es gibt also Bremsen, wenn man so will, in dem Beispiel Auto. Das sind die sogenannten Tumorsuppressor-Gene. Die werden normalerweise
abgeschaltet im Krebs oder sind verändert über eine Mutation. Wir wissen aber auch, dass epigenetische Schalter da umgelegt werden können, die dazu führen, dass diese Tumorsuppressor-Gene abgeschaltet sind. Und dann fährt das Auto unkontrolliert durch die Gegend. Das heißt also, unser Verständnis, wie entsteht Krebs, ist relativ einfach hier dargestellt. In einem normalen Gewebe, in einer normalen Zelle, kommt es zu einer Veränderung in einem dieser Gene, Onkogene, einer Aktivierung oder einer Unterdrückung der Tumorsuppressorgene, und das führt zu einem verstärkten Wachstum der Zelle. So, jetzt ist das natürlich der Blickwinkel der Genetiker, die sagen, irgendwas passiert in einer Zelle, eine Mutation, hervorgerufen durch Radioaktivität, durch Rauchen, durch was auch immer, ein Mutagen. Und diese Zelle fängt an, verstärkt zu wachsen und drängt die anderen normalen Zellen beiseite, und es entsteht unkontrolliertes Wachstum. Das ist der klassische Blickwinkel, wie Krebs entsteht. Bei der Epigenetik ist das ein bisschen schwieriger. Wir sehen jetzt ja, wie wir kurz besprochen haben, ist, dass unterschiedliche Gewebe ein unterschiedliches Epigenom haben, unterschiedliche Expressionsmuster von Genen. Also wenn man so will, ist jede Zelle oder jeder Zelltyp hier unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel in die normale Lunge gucken, gibt es ungefähr 60 geschätzte unterschiedliche Zelltypen. Woher kommt denn aber jetzt der Lungenkrebs? Das ist wichtig, wenn man den behandeln will, wenn man neue Medikamente etablieren will. Es ist wahrscheinlich nur ein Zelltyp, der betroffen ist. Und dieser Zelltyp hat jetzt ein bestimmtes Epigenom, das nimmt er aber mit. Und das sehen wir dann in dem Tumor. Das reflektiert den Ursprung dieses Tumors. Das Ganze wird noch komplizierter. Wir haben auch Entwicklungsschritte, wir haben Zellen, die eine Differenzierung durchlaufen und sich weiterentwickeln. Stammzellen entwickeln sich ständig weiter zu neuen Blutzellen. Und auch diese machen eine ständige Reprogrammierung in dem Epigenom durch. Neue Gene müssen an- oder abgeschaltet werden. Und je nachdem, wann jetzt diese Transformation kommt, gibt es ein bestimmtes Epigenom. Das hat jetzt ganz enorme Bedeutung für Krebs, weil dadurch kann man unterschiedliche Krebsarten oder Subtypen, wie wir das sagen, auch erklären. Genetisch sind die vielleicht sehr identisch, aber im Epigenom, im Hintergrund, haben die unterschiedliche Expressionsmuster. Und das wird dann wiederum sehr wichtig für die Therapie. Spricht ein Patient an auf eine Behandlung oder spricht er nicht an? Das kann über diese unterschiedlichen epigenetischen Muster erklärt werden. So, also hier nochmal das Genom für ein Genetiker ist das völlig egal, welches Normalgewebe er nimmt. Da gibt es entweder keine Mutation oder es gibt die Mutation. So, wichtig ist für die DNA-Methylierung, wo tritt sie auf? Wir haben schon von den regulatorischen Sequenzen gesprochen. Die sind hier. Das ist wieder dieses Gen, ein Beispielgen. Hier ist der Beginn des Gens, der Anfang, das Ende. Und sehr häufig findet man GC-reiche Regionen. Das sind die sogenannten CpG-Islands. Das ist ein Cytosin und ein Guanin zusammen, die da sehr häufig auftreten. Es gibt die vier Basen im DNA, im Erbgut. Und je nachdem, wie die verteilt sind, gibt es auch die sogenannten CpG-Inseln, diese Regionen, in denen sehr häufig CG-Dinukleotide vorkommen. Das sind die Sequenzen, die methyliert werden können. Es ist nicht nur das Cytosin, es ist nur das Cytosin, wenn es neben einem Guanin steht. Das ist jetzt nur ein kleiner Hinweis. Diese Regionen sind normalerweise frei von Methylierung, wenn das Gen aktiv ist. Aber es gibt auch viele andere Regionen im Genom,
hier repetitive Sequenzen, von denen wir gar nicht so genau wissen, was die machen. Und die sind normalerweise hochmethyliert, die sollen um Gottes Willen nicht aktiv sein. Retrotransposons, virale Sequenzen, viele Forscher reden auch von Schrott im Genom. Und der muss irgendwie abgedeckt sein und inaktiv bleiben. Und der ist normalerweise stark methyliert. Das ist hier, das sieht aus wie Lutscher, Lollipops, sagen die Amerikaner hier. So zeigen wir Methylierung in einem einzelnen CG. Offen oder weiß ist unmethyliert und schwarz ist methyliert. Kommt gleich nochmal. Das Genom selber hat ungefähr 28 Millionen von diesen CpG-Dinukleotiden. 28 Positionen im Genom, die möglicherweise methyliert werden können. Man kann auch darüber nachdenken, über 28 Millionen kleine Schalterchen. Und wie messen wir die jetzt? Und das, jetzt wird es ein bisschen spezialisierter, aber ich versuche das trotzdem noch so zu erklären, dass wir da auch wirklich was mit anfangen können. Sie brauchen dieses Schema jetzt nicht verstehen. Das ist Dieter Weichenhahn, ein Wissenschaftler, der sich mit der Aufgabe befasst hat, wie misst man in einer Zelle 28 Millionen Datenpunkte und den Methylierungsstatus. Und eigentlich ist die Methylierung ja, entweder ist Methylierung da oder nicht da. Aber ganz so einfach ist es leider auch nicht. Und er hat eine Technologie entwickelt, die nennt sich Tagmentation Based Whole Genome by Sulfide Sequencing. Das ist eine Technik, die bei uns im Labor etabliert worden ist, mit der wir diese Methylierungsstatus in den 28 Millionen CpG-Stellen messen können. Das war ein ziemlicher Durchbruch für uns, weil wir mit sehr wenig DNA arbeiten können. Wir können mit aufgereinigten Zellen arbeiten. Wir können also ganz spezifische Fragen stellen. Und es ist basierend auf, was man heute Next Generation Sequencing nennt. Sie haben sicherlich schon gehört von den Sequenziermaschinen, mit denen man nach Mutationen sucht. Die setzen wir auch ein, um Methylierungsmuster zu detektieren. Wie sieht das dann aus? Gucken Sie einfach nur mal auf dieses Quadrat hier. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Erbgut. Hier ist ein Gen, das spielt jetzt keine Rolle. Das Gen nennt sich MECOM. Hier ist wieder dieser Pfeil, hier ist der Anfang von dem Gen, hier ist das Ende. Und jeder Strich hier ist ein CG, eine Möglichkeit für Methylierung. Methylierung ja oder nein. Und diese Linien hier, die zeigen an, hier in dieser Region ist die Region sehr hoch methyliert. Dann haben wir hier eine interessante Region, wir kommen gleich drauf. Hier ist eine Region, wo sehr wenig methyliert ist. Hier ist der Anfang von dem Gen. Das muss frei sein, wenn das Gen aktiv ist. Und so können wir praktisch für das gesamte Genom ein Muster erstellen, wie hoch der Methylierungsgrad ist. Und was wir hier jetzt gemacht haben, hier haben wir nach einer Stammzelle geguckt, wenn man bei Konrad Waddington, das ist die Kugel ganz am Anfang, und wir haben nach Zellen geguckt, die sich weiter differenziert haben. Was passiert? Das war unsere Frage. Was passiert mit den Schaltern? Gibt es da Veränderungen? Und was man hier sieht, ist, dass es nicht ein totales Chaos ist, sondern es gibt sehr diskrete Regionen. Hier zum Beispiel. Hier ist die Stammzelle, hier oben in dem Gebirge und hier unten verändert sich was. Die Methylierung geht runter. Und zwar langsam in kleinen Schritten. Das ist die Differenzierung, die an dieser besonderen Stelle stattfindet. Und was wir heute wissen, ist, dass dieses Sequenzen sind, die Genexpression regulieren können. Sogenannte Enhancer-Regionen. Und natürlich sieht man hier noch mehr Regionen, aber es gibt auch viele Regionen, wo gar nichts passiert. Das ist einfach das Methylom, das Epigenom bleibt stabil. Es gibt ganz diskrete Regionen, in denen diese Regulierung stattfindet, die Epigenetik. Das ist jetzt ein anderes Beispiel, ähnliches Beispiel hier. Und hier messen wir jetzt die Genexpression. Hier haben wir in den Stammzellen hohe Expression und dann verändert sich die Methylierung. Hier gibt es einen Gewinn. Hier wird eine Region immer mehr methyliert
und das führt zu einer Runterregulierung von Expression. Sie sehen also, das ist genau das, der Schalter wird abgeschaltet, das Gen wird nicht mehr gebraucht. Hier ist das andere Beispiel, hier ist ein Gen, was in den Stammzellen nicht gebraucht wird, aber später dann in den differenzierten Blutzellen wird es gebraucht und die Expression geht hoch. Also genau das, was wir vorhergesagt haben. Für uns war das total begeisternd zu sehen, wie diese diskreten Regionen, diese Regionen in der DNA-Sequenz identifizieren. So, das sind dann so die Daten, die wir kriegen von unseren Sequenziermaschinen. Da denkt man ja, was ist denn hier los? Ne? Und dann brauchen wir die talentierten Bioinformatiker. Ich bin Biologe, ich kann das schon nicht mehr, die jetzt mit diesen Informationen was anfangen. Hier sind jetzt wieder diese Lollipops. Sie sehen weiße Kugeln und gefüllte Kugeln hier unten. Gefüllt heißt methyliert und ungefüllt heißt unmethyliert. Und jede Linie hier ist eine Sequenz aus einer Zelle. Und wir haben einen Pool von, sagen wir mal, 10.000 Zellen und sequenzieren jetzt. Und diese Maschinen schmeißen einfach diese Sequenzschnipsel raus. Und wir haben dann die Aufgabe, also nicht wir, sondern unsere Bioinformatiker, diese Sequenzen wieder zu ordnen. Und das ist das, was Sie dann finden. Hier gibt es in diesem Gen, in dieser Region, gibt es Sequenzen, die unmethyliert sind und andere, die methyliert sind. Nicht? Also man sieht schon, nicht jede Zelle, wir haben gedacht, wir haben die zur höchsten Reinheit aufgereinigt und haben das perfekt hingekriegt. Was man hier schon sieht, ist, dass fast jede Zelle unterschiedlich ist. Hier oben gibt es unmethylierte, hier gibt es irgendwas in der Mitte. Aber das Verhältnis ist hochreproduzierbar. Wenn wir diese Aufreinigung machen und wiederholen, das ist jetzt von Mäusen gemacht worden, finden wir an dieser Stelle ungefähr 50% Methylierung. Und wenn die Zellen sich differenzieren, steigt die Methylierung an. Und das können wir über diese Genschnipsel, das sind dann pro Region, können das Hunderte oder Tausende von diesen Sequenzschnipseln sein, die wir hier messen. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Ursprungszelle. Dies hier ist von einem Artikel von einem Kollegen, Michael Chen, und der hat postuliert, die Identifizierung der Ursprungszelle ist für Krebs ist von großer Bedeutung, da die Erklärung für das unterschiedliche Ansprechen von Krebstherapien, Krebssubtypen liegen könnte. Es gibt unterschiedliche Subtypen. Unterschiedliche Subtypen sprechen unterschiedlich auf die Therapie an. Michael Chen ist jemand, der mit Mäusen arbeitet. Die haben einen kleinen Vorteil. Die können tatsächlich diese Ursprungszelle rausfinden über sogenannte Lineage Tracing Experimente. Die können ganz bestimmte Markergene anschmeißen. Die Zellen werden grün und dann können die verfolgen, was passiert. Und die Frage, dies ist jetzt aus einem Beispiel aus dem Prostata, Krebs, es gibt hier zwei Zelltypen und man möchte gerne wissen, was ist die Ursprungszelle für Prostata? Und das lässt sich über komplizierte Mauskreuzungen regulieren und man markiert hier zum Beispiel Luminal Cells oder Basal Cells in diesem Fall hier, die hier sitzen und die sind grün und wenn die im Tumor, den Tumor oder der Ursprung des Tumors sind, dann wird der ganze Tumor grün. Und man hat natürlich auch eine weitere Maus, die den anderen Zelltyp hier grün macht. Und dann ist die Frage, ist der Tumor von dieser Zelle grün? Und das funktioniert wunderschön. Hier sind Beispiele jetzt, ich will gar nicht ins Detail gehen. Die Mäuse entwickeln Prostatakrebs nach 6 Monaten. Und Michael Chen konnte sehr schön zeigen, dass der Ursprung für Prostatakrebs in den Luminal Cells liegt. Das ist alles wunderschön, sind aber Mausexperimente. Das kann man natürlich nicht im Menschen machen. Ne? Was wir aber machen können mit humanen Proben, das sind Blutkrebsanalysen. Man kann natürlich Blutproben nehmen von Patienten oder auch von Normalen. Und das hat jetzt Chris Oakes gemacht bei uns, ein Postdoc, der jetzt auch Professor ist in den USA
Und der hat gesagt, er möchte gerne mal verstehen, was passiert während der Reifung von B-Zellen. Die B-Zellen sind sehr wichtig für die Immunabwehr. Es gibt einen starken Turnover von diesen Zellen. Und die Frage ist, was passiert mit der Epigenetik? Und auch hier haben die Forscher lange nicht gewusst, wo kommt eigentlich die eine Leukämie, wir kommen gleich noch darauf zu, die chronische lymphozytische Leukämie, wo kommt die eigentlich her? Was ist die Ursprungszelle? Und da war eine kleine Überraschung für uns. Was wir machen können, ist zum Beispiel, wenn wir dieses Epigenom kennen, dann können wir sogenannte Stammbäume erstellen von unterschiedlichen Zelltypen. Stammbäume heißt ja, was näher zusammensteht, hat größere Ähnlichkeit. Wie man das von Familienstammbäumen kennt. Vater und Mutter stehen sehr nah bei den Kindern. Das kann man auch mit Zelltypen machen und Methylomen. Hier sind die Stammzellen, aus denen alle Blutzellen kommen. Hier ist die Myeloid-Lineage. Hier sind die B-Zellen, die für die Immunabwehr wichtig sind. Und die Forscher haben lange geglaubt, dass hier diese naiven B-Zellen der Ursprung der Leukämien, CLL, sind. Aber wie man hier schon sieht, der Abstand zwischen den naiven B-Zellen und den reifen B-Zellen, die eine Reifung durchgemacht haben, ist enorm groß. Das heißt, die Epigenetik hat sich schon sehr verändert in diesen Zelltypen. Und das hat Chris Oakes weiter analysiert. Das wird jetzt ein bisschen sehr technisch, aber was er gemacht hat, er hat nach naiven B-Zellen geguckt und hat versucht, unterschiedliche Stadien in der B-Zellreifung aufzureinigen, bis hin zu den Memory B-Cells. Das sind die Zellen, die dann auch die Antikörper produzieren. Und hat dann mit der Methode, die Dieter Weichenhahn entwickelt hat, die Methylierung gemessen. Und was er sehen konnte, ist, dass es Regionen gibt, die einmal eine Zunahme hatten von DNA-Methylierung. Und das hier ist jetzt hier so angezeigt, dass wir hier oben die unterschiedlichen Zelltypen haben. Und hell oder weiß heißt wenig Methylierung oder keine Methylierung. Und dunkelblau heißt hohe Methylierung. Und Sie sehen, es gibt, und jede Linie hier ist eine Region im Genom. Das sind jetzt ungefähr 1000 Genome, die hier raus, oder Sequenzen, die rausgepickt worden sind. Und was man hier sieht, es gibt Regionen, da gibt es einen Gewinn an Methylierung, die Methylierung steigt an. Und es gibt andere Regionen, und das sind also fast 70%, in denen die Methylierung runtergeht. Runter heißt für uns, dass Gene werden angeschaltet. Es gibt eine Differenzierung, die Zellen werden neu programmiert, es passiert was. Und das kann man in so einem Stammbaum darstellen. In diesem Fall ist dieser Stammbaum fast wie eine Gerade. Es geht nur in eine Richtung. Es gibt keine Abzweigungen oder sowas. Das sieht man auch sehr schön hier. Es gibt von wenig Methylierung zu Hochmethylierung oder von hoher Methylierung zu wenig Methylierung. Das sind die Veränderungen, die wir sehen. Es gibt also nicht ein Rauf und Runter und hin und her, sondern das ist alles hochgeordnet, hochprogrammiert. Hier sind wieder diese besagten Diagramme. Und wieder sieht man diese ganz diskreten Regionen, in denen sich was tut. Das sind diese regulatorischen, das sind die Schalter, in denen sich jetzt was bewegt. Das Gen wird angeschaltet. Es gibt Kombinationen von Schaltern. Das Ganze ist natürlich wesentlich komplexer. Aber wieder das gleiche Spiel, was wir vorher gesehen hatten. Und jetzt kommt die Frage, was passiert in chronisch-lymphatischer Leukämie oder CLL? Das ist die häufigste Leukämie, die wir sehen, kommt ungefähr in 5 von 100.000 Einwohnern im Alter von 30 bis 40 Jahren betroffen sind. Das Risiko steigt mit dem Alter. Bei 70- bis 80-Jährigen sind es schon 30. Also wieder der Alterungsprozess, der hier eine Rolle spielt. Was löst eigentlich CLL oder diese Leukämie aus, wissen wir nicht. Es gibt chromosomale Veränderungen, es gibt Mutationen, die beschrieben worden sind, aber es ist mehr dahinter. Da spielt noch was anderes eine Rolle. In dieser
Erkrankung, in dieser chronisch-lymphatischen Leukämie, gab es vor ein paar Jahren einen Durchbruch mit einem neuen Medikament, Ibrutinib heißt das, was dazu führte, dass fast 80 oder 90% der Patienten in Remission gingen. Wenn wir jetzt diese Methylomprofile, und jetzt kommen wieder große Datensätze, jetzt sind unsere Bioinformatiker wieder gefragt, Methylom-Datensätze von CLL-Patienten uns anschauen. Und hier ist wieder jeder Strich hier ist ein Patient. Wir haben hier Daten von 300 Leukämie-Patienten und wir haben hier wieder diese einzelnen Gensequenzen. Hier sind Sequenzen, die hier in dieser Gruppe wenig methyliert sind, aber in dieser Gruppe hochmethyliert. In dieser Region, diese Gensequenzen hier sind hochmethyliert und die verlieren Methylierung. Also Sie sehen schon wieder, es gibt wieder diese Gradienten von hoch nach runter und andersrum. Und was wir feststellen können ist, jetzt, wenn das Methylom der Ursprungszelle in der Leukämie wieder vorhanden ist, müssten wir jetzt eigentlich rauskriegen, von welcher Zelle kommt die Leukämie. Und das hat Chris gemacht. Der hat also hier den Stammbaum genommen von den normalen B-Zellen und hat gefragt, wo kommen die Leukämien her? Da gibt es einmal die eine Gruppe, die ganz links war. Die kommt von diesen Zellen hier. Dann die intermediäre Gruppe und die high-programmed, haben wir die genannt, die kommt aus dieser Region, wenn man alle zusammenfasst. Aber wenn man das sich genau anguckt, dann sieht das so aus. Jede Leukämie hat einen unterschiedlichen Ursprung. Jede Leukämiezelle ist anders. Und das erklärt, das ist zu kompliziert, dies hier, sieht aus wie ein Igel. Und je nachdem, in welchem Differenzierungsstadium die B-Zelle war, wird ein unterschiedliches Methylom mitgenommen und ist in der Leukämie mit messbar. Das hat enorme Bedeutung für die Klinik, weil die Expression von unterschiedlichen Genen im Hintergrund bedingt auch, wie ein Patient anspricht auf die Therapie. Dies hier überspringen wir mal. Das ist einfach ein Dia, was mir sagt, wir haben jetzt einmal in der Leukämie das Methylom der Ursprungszelle. Das ist eigentlich das Normale von der normalen B-Zelle. Irgendwas ist aber passiert, dass das gestoppt ist und in der Leukämie mit drin ist. Dann gibt es aber noch die Mutationen, die Olga beschrieben hat, die dann dazu führen, dass es noch weitere Veränderungen gibt. Und das können wir rausrechnen. Das wird mit Computern und Bioinformatik gemacht. Und wir können ganz spezifische Pathways jetzt rausrechnen, mit denen wir erklären können, was passiert eigentlich während dieser Leukämie, wenn eine Leukämie entsteht. Was aber ganz beachtlich ist, ist, dass wir diese Methylierungsveränderung in den B-Zellen haben. Einmal gibt es die, was wir Hypomethylierung, den Verlust von Methylierung nennen. Wir haben Hypermethylierung. Was aber wichtiger ist, wenn wir gucken, wie ein Patient auf eine Therapie, auf die Standardtherapie reagiert, dann sind die Patienten, in denen die Ursprungszelle hier näher an den reifen B-Zellen liegt, wesentlich besser dran als die, wo eine Transformation zu einer Leukämie früh entstanden ist. Da ist eine fast direkte Korrelation zu der Clinical Aggressiveness, wie wir das nennen. Die Leukämie ist mehr aggressiv, je früher in der B-Zellreifung die Transformation zu einer Leukämie stattgefunden hat. Und das liegt an dem Genom im Hintergrund, Epigenom im Hintergrund. Das können wir dann wieder messen. Das kann man sogar mit einem einzelnen Methylierungsevent an einer einzigen Stelle messen. Und das hier sind so die Überlebenskurven, Kaplan-Meier-Curves. Damit können wir praktisch vorhersagen über den Methylierungsgrad, wie ein Patient auf eine bestimmte Therapie ansprechen wird. Das ist jetzt ein Beispiel von der CLL. Wir hoffen, dass wir das natürlich auch machen können mit anderen Tumorentitäten. Daran wird aber noch gearbeitet. Ich wollte dann die
letzten Minuten damit verbringen, was hat eigentlich die Epigenetik für eine Bedeutung für die Therapie? Und ich hatte schon ganz zu Anfang erwähnt, epigenetische Muster verändern nicht die DNA-Sequenz. Das heißt, ein Gen ist ja gar nicht mutiert. Es gibt aber den Schalter. Wenn man dann eine Möglichkeit findet, diesen Schalter wieder zurückzustellen und das Gen wieder anzuschalten oder abzuschalten, was eigentlich aus sein soll, müsste man es schaffen, das Onkogen abschalten oder das Tumorsuppressorgen, die Bremsen wieder anstellen, müsste man es schaffen, eine Zelle dazu zu bewegen, aufzuhören zu wachsen und das als Therapie zu nutzen. Diese Idee, die stammt nicht von uns, die stammt von vielen unterschiedlichen Forschern in den USA. Hier in Deutschland wurde sie von einem Professor Michael Lübbert vor fast 20 Jahren zum ersten Mal getestet, sehr erfolgreich, wie man heute weiß. Es ist möglich. Wir verstehen nicht genau, was führt zu einer Methylierung von diesen Genen und Abschalten dieser Gene, aber es gibt Medikamente, die sogenannten Hemmstoffe für DNMT. Wenn man dieses Molekül hemmt, dann kann die Zelle, wenn sie sich teilt, nicht mehr das Epigenom kopieren und es verliert zu einer Demethylierung und einer Aktivierung von einem Tumorsuppressorgen. Das ist die Idee dahinter und das funktioniert. Wie genau das funktioniert, das sind die molekularen Strukturen von diesen Molekülen. Ein Molekül nennt sich Decitabin oder SB939, das ist ein anderes Molekül, was genutzt wird in der Klinik. Und dieses Decitabin, das wurde schon vor über 50 Jahren entwickelt in Prag von einem Chemiker. Hat lange gedauert, bis es dann in der Klinik war, bis es bei den Patienten angekommen ist. Aber heute wird es eingesetzt bei MDS und bei AML, zum Beispiel ganz besonders bei AML von Patienten, die über 60 Jahren sind. Wie genau das molekular funktioniert, wissen wir eigentlich gar nicht. Aber Michael Lübbert erklärt mir das immer und sagt, Christoph, wenn das funktioniert und wenn es den Patienten gut geht, dann setzen wir das auch ein, ohne 100% zu verstehen, wie das funktioniert. Für einen Biologen ist das sehr unbefriedigend. Wir sind natürlich dran und wollen genau verstehen, was da passiert. Was weiter sehr wichtig ist, diese Medikamente sind nicht so toxisch wie Chemotherapeutika. Man braucht oft mehrere Zyklen der Behandlung, bevor es überhaupt anspricht. Lange Zeit hat man mit viel zu hohen Dosen gearbeitet, man ist dann runtergegangen. Das war ein Erfolgskonzept von Michael Lübbert, der dann gesagt hat, geringe Dosen und dann lieber mehrmals hintereinander behandeln und dann sieht man die ersten Effekte. Also diese Therapie funktioniert bei Leukämien hauptsächlich und heute gibt es einen großen Hype, dass ist hier in diesem Dia angezeigt, für die Entwicklung neuer, noch besserer, noch spezifischer Medikamente gibt es hier in Deutschland, aber auch in Großbritannien, in den USA, große Firmen, die sich in die Fahnen geschrieben haben, neue epigenetische Therapien zu entwickeln. Und man hofft, dass da wirklich neue Möglichkeiten der Krebstherapie oder auch der Therapie von anderen Erkrankungen mit erzielt werden kann. Ja, und damit komme ich jetzt zum Ende meines Vortrags. Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, dass epigenetische Veränderungen können Abweichungen von Mendelschen Regeln erklären. Gene können an- oder abgeschaltet werden, egal ob sie da sind, müssen sie nicht unbedingt exprimiert sein. Es gibt in B-Zellen eine drastische Änderung des Epigenoms während der Reifung. Das waren die Arbeiten von Chris Oakes, der zeigen konnte, dass das Epigenom sich massiv verändern kann. Diese Methylierungsveränderungen sind prognostische Biomarker für die CLL. Wir können Vorhersagen treffen für die Behandlung von Patienten.
Und kurz habe ich angesprochen, das ist natürlich ein Thema für eine komplett neue Reihe, dass epigenetische Therapien auch ein Erfolgskonzept sein können. Und heute ist es so, dass viele Forscher davon ausgehen, dass es möglicherweise auch eine Kombination geben wird von Immunotherapie und epigenetischer Therapie. Epigenetische Therapie allein möglicherweise nicht so spezifisch ist und sein wird, wie man sich das erhofft, aber vielleicht in Kombination mit anderen Medikamenten zu einem Durchbruch führen kann. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich habe viele Daten aus unserem eigenen Labor vorgestellt. Das sind, ich will sie jetzt gar nicht alle nochmal nennen, Mitarbeiter, Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten natürlich in Netzwerken, internationalen Netzwerken, zusammen, klinischen Gruppen, bioinformatischen Gruppen. Es gibt heute nicht mehr Aufgaben, die ein einzelner Biologe alleine lösen kann. Wir brauchen Interaktionen zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Und natürlich, was uns ganz besonders freut, ist, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft uns dabei auch unterstützt, finanziell. Gut, damit bin ich am Ende und ich würde mich freuen, wenn ich noch Fragen beantworten könnte und bedanke mich nochmal ganz herzlich auch für Ihr Interesse hier.